Neutrinos sind wahre Geisterteilchen. Sie sind elektrisch gesehen neutral und haben eine sehr geringe Masse. Fest steht, die Teilchen haben keinerlei Interesse daran, mit der Materie, wie wir sie kennen, in Kontakt zu treten. Doch jetzt hat ein Forschungsteam eine überraschende Entdeckung gemacht. Unsere Erde stoppt die Neutrinos aus den Tiefen des Alls und das, obwohl sie ja eigentlich gar nicht zu stoppen sind. Wie das Physikteam unsere Erde als gigantischen Neutrino-Killer identifiziert hat, ob wir jetzt tatsächlich eine neue Physik brauchen und was wir in Zukunft mit den Neutrinos über die Erde erfahren können, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Nicht zu Unrecht werden Neutrinos als Geisterteilchen bezeichnet. Ihre Masse ist äußerst gering. Für die Erkenntnis, dass sie überhaupt eine haben, bekam das entsprechende Forschungsteam 2015 den Nobelpreis für Physik. Die Geisterteilchen gehen nur wirklich selten eine Wechselwirkung mit der Materie, wie wir sie kennen, ein. Weil sie eben nicht interagieren, rasen sie ungestört durchs All. Doch jetzt steht fest, Neutrinos können Materie nicht einfach so ungehindert passieren. Das haben jetzt erstmalig Messungen des sogenannten Ice Cubes gezeigt. Das Observatorium namens Ice Cube, das zur amerikanischen Amundsen-Scott-Forschungsstation am Südpol gehört, ist wohl eines der spannendsten Experimente weltweit. 5160 Sensoren wurden dafür tief in den antarktischen Untergrund versenkt, und zwar bis zu 2,5 Kilometer tief. Zusammen bilden sie ein riesiges dreidimensionales würfelförmiges Detektorfeld. Echt Wahnsinn, hier soll die sogenannte Cherenkov-Strahlung erforscht werden. Damit ist das Leuchten gemeint, das durch die Kollision von Neutrinos mit den Wassermolekülen des Eises entsteht. Und das passiert nicht oft, schätzungsweise ein paar tausend Mal im Jahr. Doch wenn es passiert, dann richtig. Pro Sekunde prallen zwischen, Achtung, 60 und 100 Milliarden Neutrinos auf jeden Quadratzentimeter der Erde ein. Sie stammen aus der Sonne oder etwa gigantischen Ereignissen im Weltall wie Supernova-Explosionen oder Gammastrahlenausbrüchen. Und ihre unfassbare Beschleunigung kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. In der aktuellen Untersuchung wurden tatsächlich Neutrinos mit einer Energie, Achtung, von 980 Tera-Elektronenvolt analysiert, zum Vergleich im LHC des Genfer Kernforschungszentrum CERN, also dem Large Hadron Collider, sind Protonen mit Energien von 13 Tera-Elektronenvolt am Start. Und noch eine ziemlich krasse Randnotiz, mittlerweile wurden mit Hilfe des Ice Cube Observatoriums auch schon Teilchen im Bereich von Peta-Elektronenvolt gemessen, also mehr als 1000 Tera-Elektronenvolt. Das Forschungsteam hat jetzt Daten aus dem Zeitraum von Mai 2010 bis Mai 2011 ausgewertet. Insgesamt haben sie 11.000 Kollisionen im Eis analysiert. Die entsprechenden Neutrinos waren mit den Wassermolekülen am Südpol in der Umgebung des Ice Cube kollidiert. Zunächst analysierte das Forschungsteam den Ursprung der hochenergetischen Neutrinos, die den Detektor erreicht hatten. Das Ergebnis ist eine Sensation. Denn die wenigsten Teilchen kamen aus der Richtung, aus der die Neutrinos vorab die komplette Erde durchqueren mussten. Hier wurden offensichtlich viele von ihnen auf ihrem Weg abgebremst. Dazu einer der Forscher, Doug Cohen. Unsere Resultate zeigen zum ersten Mal, dass Neutrinos mit sehr hoher Energie von etwas absorbiert werden können. In diesem Fall von der Erde. Das ist etwas, das bisher noch nie experimentell nachgewiesen werden konnte. Überrascht hat aber auch noch eine weitere Erkenntnis, vor allem die sehr schnellen Neutrinos crashten mit den Wassermolekülen. Überraschend, weil das bisher nur für diejenigen Geisterteilchen experimentell nachgewiesen werden konnte, die eher langsamer unterwegs waren. Der Grund: die Leistung der Teilchenbeschleuniger reicht nur für niedrige Energien aus. Dennoch, der Zusammenhang schnelle Neutrinos, dann große Wahrscheinlichkeit für Kollision entspricht voll und ganz dem Standardmodell der Teilchenphysik. Demnach nimmt die Zahl der Neutrino-Kollisionen mit Atomen zu, je höher die Energie ist. Dazu Francis Helsen, der Chef des Ice Cube-Experiments. Wir hatten natürlich gehofft, dass wir eine Art neuer Physik sehen würden, aber wir haben unglücklicherweise gesehen, dass das Standardmodell wie üblich den Test besteht. Ja, viele Physiker und Physikerinnen hatten sich wohl Hinweise auf exotische Teilchen oder Extradimensionen gewünscht. Es ist schon frappierend. Im Moment scheint die Forschung da wirklich festzustecken, ob hier im Ice Cube oder am Large Hadron Collider, dem LHC in Genf. Es wird nichts Neues gefunden und das Standardmodell der Teilchenphysik wird immer nur bestätigt. Doch trotzdem sind diese Ergebnisse sehr interessant. In Zukunft wäre es denkbar, dass Neutrinos Informationen über das Erdinnere liefern, beispielsweise über die Wärme des Vulkanismus oder den Zerfall von Uran. Ja, und wenn ihr kein Video zu diesen Themen und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den
genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Herkunft der Geisterteilchen enträtselt. Auch sehr, sehr spannend. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.